Hallo zusammen, euer Bonsai von Donkane. Heute zeige ich euch ein paar Snacks von Donkane, falls es mal schneller gehen soll. Zum Thema Snacks habe ich mir zwei tolle Produkte aus dem Onlineshop von Donkane ausgesucht. Einmal von Chugichu Fleischkroketten, zwei unterschiedliche Würzungen und ebenfalls von Chugichu einen Beefhammer. Der Beefhammer, aus der Rinderwade geschnitten, braucht normalerweise sehr lange, bis der Satz zart ist. In dem Fall ist er hier zu vide vorgegart und damit werde ich heute ein tolles Sandwich machen. Als Beilage gibt es die Fleischkroketten. Wir haben hier vom galizischen Rind Fleischkroketten einmal mit Kräutern und Bechamelsoße und einmal mit Iberico-Schinken verfeinert. Die werde ich frittieren und dann haben wir eine tolle Beilage. Das Tolle an unserem Beefhammer, er ist schon im Sous-Vide-Becken vorgegart. Das heißt, wir brauchen ihn eigentlich nur heiß machen. Dazu haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal auspacken, das Ganze im Gasgrill oder im Backofen indirekt auf Temperatur bringen. Oder aber, so wie ich das heute machen werde, im Sous-Vide-Beutel belassen. Das Ganze ins Wasserbad geben bei 90 Grad, circa für 30 Minuten. Im Anschluss werde ich es dann auspacken, noch mit ein bisschen Barbecue-Soße einpinseln. Und dann geht das Ganze auf den Grill und darf da noch eben anknuspern. Der Beefhammer ist schon im Wasserbad. Ich werde gleich ein Sandwich draus machen. Dafür habe ich mir hier Toastbrotscheiben besorgt, einen Rucola-Salat, Tomate. Dann werde ich einen Sahne-Meerrettich selber machen und einen Rotkrautsalat. Und genau damit werde ich auch anfangen. Ich werde den Rotkohl vierteln, den Strunk rausschneiden, das Ganze schön fein schneiden und dann mit ordentlich Salz in eine Schüssel geben und schön kneten, damit er schon mal ein bisschen Feuchtigkeit zieht. Der Rotkrautsalat ist vorbereitet. Bevor ich den aber jetzt mit dem Balsamico-Essig und dem Apfelessig anmache, stelle ich ihn beiseite. Dann darf er eine halbe Stunde einfach ruhen, darf ein bisschen Feuchtigkeit ziehen, weich werden. In der Zwischenzeit werde ich die nächste Beilage vorbereiten. Ich habe mir hier einen Rettich besorgt. Ich werde ein Stück abschneiden, das Ganze schälen, in eine Schale feinreiben, dann mit Sahne vermengen, abschmecken mit Salz und Pfeffer und dann haben wir einen richtig tollen, selbstgemachten, frischen Sahne-Meerrettich. Der Sahne-Meerrettich ist vorbereitet. Das Salz konnte eine halbe Stunde circa einwirken, hat auch seinen Job erledigt. Der Rotkrautsalat ist schön weich geworden, hat schön Flüssigkeit gezogen. Ich werde das Ganze jetzt mit dem Balsamico-Essig und dem Apfelessig abschmecken, noch ein bisschen Pfeffer dazu und dann sind wir schon fertig. Der Sahne-Meerrettich ist fertig, der Rotkrautsalat fertig angemacht. Je länger der jetzt durchzieht, desto besser. Ich werde mich jetzt um den Beefhammer kümmern. Der hat jetzt so 30 bis 45 Minuten im Wasserbad schon hinter sich. Ich werde ihn jetzt rausnehmen, dann werde ich ihn hier aufs Brett legen und dann schauen wir uns zusammen mal an. Ich habe den Beefhammer gerade aus dem Sous-Vide-Bad genommen. Beim Auspacken konnte man schon merken, wie schön weicher geworden ist, wie heißer geworden ist. Ich werde jetzt noch mit dem Cantu-Ketchup außen noch ein bisschen einpinseln, einfach nur zum Lasieren. Dann kannst du ein bisschen karamellisieren auf dem Grill. Das Ganze gebe ich in den indirekten Bereich, so bei 120, 130 Grad. Das sollte nicht mehr wie 10, 15 Minuten brauchen. Der Beefhammer ist zum Lasieren schon wieder auf dem Grill. Zeit, sich um die Kroketten zu kümmern. Das Öl ist vorgeheizt. Ich werde das jetzt frittieren und dann haben wir eine tolle Beilage zu unserem Sandwich. Die Kroketten sind frittiert, der Beefhammer ist gerade aus dem Grill gekommen, duftet schon vorzüglich. Alle unsere Komponenten fürs Sandwich sind auch klar. Ich werde jetzt das Fleisch rupfen, ein Sandwich fertig machen und dann sehen wir uns beim Probieren wieder.
Kroketten sind fertig, das Sandwich richtig belegt. Ich werde jetzt mal sofort probieren. Starte mal mit den Kroketten. Sehr gut. Ich muss natürlich jetzt das Sandwich probieren. Das Sandwich ist eine irre Kombination. Der scharfe Meerrettich, der nussige Salat, dazu das Knackige von dem Rotkohl, aber als absoluter Höhepunkt das super saftige Fleisch. Richtig geile Kombination. Die Kroketten, die mit Bechamel, sehr soft im Innern, aber richtig, richtig lecker. Die andere Krokette mit dem Iberico-Schinken in der Füllung ist mein Favorit. Da ist ein bisschen mehr Textur dran. Alles zusammen eine richtig geniale Kombination, wenn es mal schnell gehen soll. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal schreibt, wie es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Bonsai.